Hallo Freunde, der Sport und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 16 mit der Spielerkarriere und unserem nächsten Spiel gegen Union Berlin. Unser letztes Spiel in der zweiten Bundesliga, egal wie es kommt, egal ob wir hier bei Greuther Fürth bleiben sollten, was ich eher nicht so bevorzugen würde. Oder wir eben in einer anderen Mannschaft weitermachen. Es gab eine Stimme, die gesagt hat, bleibt doch bei Greuther Fürth, aber ich sage euch ganz ehrlich, mit der Mannschaft will ich nicht weiterspielen. Vor allen Dingen, weil wir jetzt mittlerweile auch schon eine 82 haben. Ich glaube, das müssen wir uns nicht geben. Können hier auch mittlerweile schon in den Top-Ligen unterwegs sein. Mir wäre es lieb, wenn wir jetzt als erstes dann die italienische Liga durchkriegen. Oder eben Frankreich, das wäre auch noch gut. Bei einem Mittelklasse-Verein wie Saint-Étienne oder sowas. Ja, gute Position. Den müssten wir machen eigentlich. Na komm, das wird nichts. Das wird nichts. Aber anfordern will ich auch nicht, weil wie gesagt, den haut er dann wirklich dahin, wo ich stehe und habe ich auch keine Lust. Und jetzt muss ich mich echt mal so ein bisschen hier mit der Ausdauer anfreunden, dass wir hier nicht ständig ausgewechselt werden müssen. Das heißt null Pressing. Bin ich echt gespannt, ob ich das einhalten kann. Null Pressing spielen ist das, was ich bei unserer Mannschaft eigentlich komplett bemängele, dass eben hier niemand Pressing spielt. Also zumindest in der Verteidigung nicht. Deswegen spiele ich es halt selber dann auch nicht gerne. Und es ist halt auch, sag ich mal, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, es wirkt so resignierend, wenn man da die ganze Zeit nur steht und nichts tut. Ja, hier, man kann nur hingehen, dann kriegt man eh nicht den Ball dann. So, Trippic. Ja, wie viel Ausdauer da jetzt auch schon wieder weg ist, ohne dass wir irgendwas gemacht haben, ja. Also ich habe ja nicht mal den Ball gehabt, ich bin nicht gelaufen und gar nichts. Er zieht uns hier so viel ab. Das war ein Foul hier, Kollege. Könnte ich mal auf mich jetzt so schubsen hier, oder? Wie sieht's aus? Schröck. Junge Mensch, was bist du denn für ein Heini? Deinem Gedribbel da. Ah, naja. Sah wieder stark nach einem Foul aus, aber gut. Tribul. Der Torwart lässt sich da gar nicht beeindrucken von. Also so schlecht war der Schuss jetzt nicht, dass er sich da jetzt so entspannt zurücklehnen kann. Naja gut, geht sowohl drüber als auch vorbei, aber so schlecht war der jetzt dann doch nicht. Und übrigens muss ich nochmal dran denken, dass ich hier mir die Eigenschaft nochmal reinziehe. Ich glaube den Außenrissschuss, wenn wir ihn dann haben sollten. Ich weiß nicht, ob wir Außenrissschuss oder Pass hatten. Muss ich mir auf jeden Fall noch gönnen hier, sonst haben wir den und ich schieße die ganze Zeit mit dem falschen Fuß. Das brauchen wir natürlich nicht. Ja, mit dem linken Fuß dürften wir nicht gut unterwegs sein. Prychenko, so. Ja, Leute. Ich bleib hier vorne stehen. Ganz gechillt. Da machen wir uns jetzt keinen Druck. Ich versuche das durchzuziehen. Keinerlei Pressing. Und wenn, dann nur im Gehen. Und bin sehr gespannt, was unsere Ausdauer davon hält. Und dann bin ich auch wirklich gespannt, ob es ausreicht, um wirklich dann noch die Angriffe zu gehen. Weil das muss ja dann auf jeden Fall noch abgedeckt sein. Junge, ich stehe hier links, du hässlicher. Mann, ey. Da steht keine Sau und er bolzt den da in die Mitte. Jedes Mal. Sie das mal checken, ey. Das sind so die Automatismen bei Standards. Sowohl beim Abstoß, als auch beim Freistoß, als auch bei der Ecke. Ja? Die schießen die einfach irgendwo hin. Da muss doch mal drauf geachtet werden, wo die Gegenspieler, die Mitspieler sind. Hast du den? Nö, läuft natürlich nicht mit. Klasse. Okay. Wieder nicht darin verfallen, hier Druck zu machen. Gieselmann, Stiepermann. Den kriegen wir. Oh, schade. Schade, schade. Aber eine erste relativ gute Gelegenheit hier für uns. Und warte, 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 warte. Hierhin will ich den haben. Nicht da vorne, Junge. Bist du blind oder was? Alter, war der schlecht. Ah, ne, komm. Haben wir keine Chance in dem Laufduell. Brauchen wir auch nicht unnötig unsere Ausdauer hier verklatschen dafür. Und wie gesagt, wir
Gehen nicht mit in die Defensive und lassen uns hier nicht beeindrucken. So, Tribul. Schöner Pass. Vorne ist nochmal jemand unterwegs. Das ist Trippic. Der könnte uns nochmal bedienen. Wir sind hier sehr frei in der Mitte. Jetzt nicht mehr. Ja, eine Flanke wäre mal was. Ach Leute, könnt doch echt nix, ne? Ah, wieder nicht drinne! Das gibt's doch nicht! Da fehlt's noch so ein bisschen an der Gefährlichkeit unserer Schüsse hier. Die gehen immer meistens nur auf Mann. Muss ein bisschen mehr kommen. Das hab ich auch gedacht. Da wollte ich den Doppelpass, dann gibt er mir den auch. Tribul. Na, der war schlecht platziert. Und auch nicht doll geschossen. Das Ding kann ich mir selber ankreiden. Also ich stehe hier oben auch, ne? Falls du mal so die Lust verspürst, einen Pass spielen zu wollen. So, mal ein bisschen hier nach hinten. Das Ei. Yasula. Ah, kommen wir nicht vorbei. Schade. Mussten wir uns ein bisschen den Ball vorlegen. Deswegen sind wir dann am Ende nicht dran. Ich bleib mal hier ein bisschen vor Drinks. Will nicht doppelt stehen. Ah, schön gemacht, Stiepermann. War also Stiepermann, nicht Drinks. Oh, der ist drin! 1:0! 10. Tor. Ballkontrolle plus 1. Abschluss plus 1. Schön gemacht. Das war eine schön rausgespielte Situation hier von Stiepermann. Will ich dem natürlich auch die Credits dafür zusprechen. Drinks ist noch nicht drauf. Und wir treffen wieder. Und das auch noch mit dem linken Fuß. Das ist immer gut. Damit wir den schwachen Fuß hier abziehen. So. Und wir sehen, ohne dass ich Druck gemacht habe, vielleicht in einer Situation mal, aber ohne sonst wirklich Druck aufgebaut zu haben, haben wir trotzdem so gut wie keine Ausdauer, ja? Also, das ist für mich immer noch lächerlich, dieser Ausdauerbalken. Ich weiß nicht, wer mit so einem kleinen Balken hier zurechtkommt. Ich auf jeden Fall nicht. So, vor damit. Vor allem versuche ich mich jetzt wirklich auch nur noch als Stürmer irgendwo hinzustellen und nicht mehr jetzt großartig was für offensives Mittelfeld oder so zu tun. Und trotzdem reicht dieser Ausdauerbalken nicht, ja? Also wir werden wieder ausgewechselt werden gegen Ende des Spiels. Und das finde ich einfach sehr unrealistisch. Ist einfach so. Ja, weil es gibt auch Spieler, die in der Realität ziemlich viel Pressing spielen als Stürmer und trotzdem nicht sofort runter müssen, ja? Und der Ausdauerwert von uns ist ja nun mal nicht erst bei einer 12 hier, sondern schon fast beim Maximum. Und ja, sollte man doch ein bisschen auch ein bisschen mit drauf achten, ne? So, ich bleib hier vorne. Schröck klärt den noch ins Aus. Warum der auch immer hinter den Leuten hier spawnt, ne? Torwart, deiner. Den ballert er eh wieder vor, aber so klar. So. Fordert Ei, Junge! Meine Güte! Ja, Alter, leck mich. Penner. Gezerrt und gezogen. Also zwei Fouls hintereinander weg, wenn ihr es gesehen habt. Falls ihr es nicht gesehen habt, zeige ich es nochmal. Also mittlerweile ist es in der Bundesliga so, Trikot ziehen ist gelb. Sofort. Ja, hier ist Nummer 1. Schon locker gelb. Ja, weil wir da schon nicht mehr vernünftig an den Ball kommen. Hier ist Nummer 2. Ja? Zieht dann nochmal am Trikot, zieht uns damit so weit weg, dass der Gegenspieler hier nochmal rankommt. Also, Freunde, das muss gelb geben, ja. Und das muss auch einen Pfiff geben hier vor allem. So, ich bleib hier hinten, nicht, dass er uns anwirft. Nein, er wirft uns trotzdem an, ne? Gieselmann. Ah. Schade. Uns da ein bisschen durchtanken. Fällt schwer. So, Tribul. Stiepermann, Tribul. Haben wir es denn? Oh, oh, oh. Jetzt nicht hier unsicher werden, Freunde. Das läuft so gar nicht, was ihr da macht. Schröck. Ah, das war nicht schlecht. Hoher Pass, Junge. Hoher Pass durch.
Stiepermann, Junge! Run dat! Ich sehe nur wieder, wie unsere Bewertung sinkt, weil wir jetzt einen perfekt gespielten Pass auf Stiepermann bringen. Finde ich super, ja. Aber die Bewertung, wie gesagt, hat sowieso für mich keinerlei Bewandtnis. Es ist bloß immer wieder lustig, das zu sehen. So, bleiben wir mal hier stehen und warten ab. Vielleicht kriegen wir dafür auch noch Ausdauer abgezogen, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir gut vorstellen im Spiel. Militz ist dran. Mach's nicht unnötig spannend da hinten. So, den haben wir. Gehen wir nochmal außen vorbei. In der Mitte ist jemand mitgelaufen. Und das ist ein Foul. Alter, das gibt's doch nicht! Er geht gegen den Mann und gegen nichts anderes und er kriegt dafür kein Foul. Also Freunde, jetzt wird's doch langsam lächerlich hier mit euren Entscheidungen. Könnte jemand den Schiedsrichter auswechseln, bitte? Es ist doch nicht mehr schön hier. Generell würde ich mir mal Schiedsrichter wünschen, die konsequent pfeifen, ja? Es gibt ja auch so Schiedsrichter, die, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, dieses mild und was weiß ich was. Das Kartenverhalten und Foulverhalten. Also Kartenverhalten ist ja noch in Ordnung, wenn er nicht sofort immer gelb zieht, aber bei Fouls finde ich, ist es absolut sinnlos, dann einen Schiedsrichter zu haben, der mild pfeift oder, ne, sofort pfeift. Also ein Foul ist ein Foul. Ja, und vor allen Dingen in einem Spiel muss man das pfeifen. Das ist mir scheißegal, ob das nur für manche jetzt nur so ein Larifari-Foul ist oder sonst was, sondern ein Foul ist ein Foul. Das ist ja nun mal, wie gesagt, ein Spiel, das kann er erkennen, ja. Das heißt, absichtlich macht das Spiel sozusagen Fehler. Finde ich total düsig, das so zu programmieren. Ich weiß nicht, wer sich dafür mal ausgesprochen hat, die schlechten Sachen des realen Fußballs in ein Spiel zu übernehmen. Denn für mich ist es immer noch richtig, richtig schlimm, dass Fouls eben im realen Fußball nicht vernünftig gepfiffen werden, sondern dass es abhängig von Schiedsrichtern ist. Darf so nicht sein. Sollte so nicht sein. Und ihr seht, der Ausdauerbalken ist für den Arsch. Der ist einfach nur für den Arsch. Und da kommen jetzt bestimmt wieder Leute, die sagen, ja, du musst gehen. Geht mal in diesem Spiel, ja. Dann könnt ihr es euch auch schenken, hier in dem Spiel dabei zu sein. So, Davies. Jetzt ruckelt's leicht. Man merkt, wir sind schon wieder am Ende des Spiels angekommen. Jetzt fängst du wieder an zu ruckeln. Ja, schön dem Gegner aufgelegt. Weg damit, Mensch. Achso, ich stehe im Abseits rum. Das ist natürlich nicht schön. Und ihr seht, spielen wir dieses Pressing nicht, kriegen wir auch automatisch keine gute Bewertung, ne? Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, was wir sonst so treiben. Zumindest für das Spiel an sich. Allerdings, wie gesagt, dann kann es halt nie passieren, dass wir mal ein Spiel komplett durchspielen. Das wird auch jetzt, wenn wir Glück haben, was. Ansonsten eher wieder nix, ne? Normalerweise müssten wir schon runter mit dem Ausdauerbalken, den wir jetzt haben. Gegen den können wir nichts machen. Guckt euch die Ausdauerbalken der Gegner an, ja. Das ist göttlich. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen, so eine Ausdauerbalken zu haben. Müssten die ganze Zeit eigentlich stehen. Ja, wir haben es wieder geschafft. Freunde, sagt was dazu. Mir ist das echt richtig über hier, diese Scheiße. Jedes Mal ausgewechselt zu werden, obwohl wir nichts machen. Ich gehe noch nicht mal Pressing. Ich spiele hier so gut wie gar nicht das, was ich normalerweise machen würde, nämlich ordentlich spielen. Sondern ich gehe wirklich darauf, nur darauf zu achten, was das Spiel eigentlich von mir will. So, hoffentlich haben wir das Ding jetzt auch noch gewonnen hier. Nicht, dass wir jetzt noch ein 1-1 kassiert haben. Ich meine, gut, wir wären dann trotzdem aufgestiegen als Zweiter. Schauen wir doch mal, was unsere Mannschaft noch draus gedreht hat. Sieht's aus. Ja, haben wir noch gewonnen mit 1-0. So, Hamburg natürlich weit, weit vorne und wir steigen auf. Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Ist also alles beim Alten geblieben. Und ja, wir gucken mal, dass wir hier wegkommen. Wobei, eigentlich müsste ja die Leihe ablaufen, ne?
Wie lange sind wir denn noch geliehen? Wo steht das? Meine Karriere. Steht das hier irgendwo, wie lange wir geliehen sind? Steht das hier im Dings drin? Im Teambericht? Wo ist er denn? Teambericht. Moral unbekannt. Verdienen Angriffe dafür. Da steht immer nicht, wie lange. Würde ich ganz gerne wissen, weil ich weiß nicht, ob die uns für 2 Jahre ausleihen automatisch oder für 1 Jahr. Trainer lobt außergewöhnliche Leistungen von Shuto. Naja. Er wächst im Moment wirklich über sich hinaus. Ich wusste, dass Großes an ihm, in ihm steckt. Aber er hat meine Erwartungen sogar noch übertroffen und davor kann ich nur den Hut ziehen, sagt ein offensichtlich überglücklicher Fürtrainer. Und die Lobgesänge auf Shuto waren damit noch nicht zu Ende. Auch viele seiner Teamkollegen machten nach den beeindruckenden Leistungen in den letzten Spielen keinen Hehl aus ihrer Begeisterung. Also ich sag mal, in den letzten 3 Spielen haben wir ein einziges Tor gemacht. Und das ist nicht gut. Ja. Von daher gehe ich da nicht mit dieser Lobhudelei hier. Und wir sind wieder nominiert für die Nationalmannschaft. Das ist super. Das heißt, unsere Saison ist hier noch nicht beendet. Gucken wir nochmal ganz schnell. Wann sind die denn? Ach, das ist hier Confederations Cup. Alles klar. Dann machen wir jetzt hier nochmal schnell die ganzen Trainings weiter. Kriegen wir nämlich nochmal ganz gut Punkte, denke ich. Ballkontrolle sage ich da gerade. Aufblitzen. Der Ausdauerwert. Ja, Freunde, der ist bei einer 87. Er hat noch keine 90, aber darf nicht so scheiße sein. Schön, dass er zurück ist. Interessiert uns wie immer wenig. Weiland ist auch zurück, auch für ihn ist das schön. Und dadurch, dass wir ja minimal früher runtergenommen wurden, haben wir wenigstens noch ein bisschen Zeit hier in dem Part, das Ganze hier voranzutreiben. Zweimal lange Pässe kriegen wir dazu, Übersicht kriegen wir dazu und Ballkontrolle, das ist super. Das war eine gute Trainingseinheit. So, weiter geht's, nochmal trainieren. Wäre natürlich schön, wenn man das simulieren könnte und der automatisch die Trainingseinheiten durchmachen würde. Aber dann wäre dieser Trainingsaspekt auch nicht mehr wirklich der wahre, ne? Diesen einen Klick dann zu machen, das ist schon wirklich dann noch, wo man sagt, okay, dafür, dass man so viele Punkte geschenkt kriegt, sollte man wenigstens diesen einen Klick machen, das stimmt schon. Das war eine schlechte Trainingseinheit. FFDCB. Mich hat interessiert doch gar nicht. So, jetzt sind wir hier. Confederations Pokal. Können jetzt nicht nochmal vorher trainieren. Erstes Spiel müssen wir simulieren. Gegen Kolumbien, was macht Deutschland? Schauen wir uns das mal an. Unentschieden, naja gut. So, jetzt dürften wir trainieren können, oder? Gut, 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 gut. Heute kein Training. Ist aber schade. Gut, dann gegen Argentinien eben. Und wir spielen. Sami Khedira ist zurück, Nationalmannschaft. Wir sind drin. Das ist ein Riesengegner, ja. Das ist der Weltmeisterschafts-Finalkandidat hier. Also gegen den haben wir im Finale der Weltmeisterschaft zuletzt gespielt. Und das ist ein Riesenbrocken nach Finnland, ja. Also wir werden hier ins eiskalte Wasser geworfen, nachdem wir uns hier einmal so halbwegs mit den Spielern einspielen durften. Wenn ich so sehe, wer aufgestellt ist, dann sehe ich, dass da viele, viele Namen nicht dementsprechend, was ich haben will. Eigentlich auf dem Platz waren beim letzten Mal, glaube ich, nur Hector, Schürrle, Lahm und Kroos. Höwedes weiß ich nicht. Ne, Mustafi war, glaube ich, auch noch drauf. Aber Korb, Höwedes, Geis, Hermann, das sind alles so Namen. Gut, man testet natürlich. Vielleicht sind es auch schon die, ist es schon die neue Generation. Aber das wird auf jeden Fall ein ganz schön happiges Spiel. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Euer Shuto.